Ja, hallo und willkommen zur Vorlesung Medieninformatik im Wintersemester 2020-2021. Wir befinden uns jetzt im Geschichtskapitel. Die Folien sind ja bereits online. Jetzt kommt das Video dazu. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der Geschichte? Zum einen, die rückwärtsgewandte Sicht ist, dass wir versuchen wollen zu verstehen, wie sich die Dinge so entwickelt haben, wie sich die Einstellung der Menschen verändert hat, wie sich die Technologie verändert hat und wie sich der Einsatz der Technologie durch den Menschen verändert hat. Und indem wir darauf gucken, sehen wir auch die Möglichkeiten der Veränderung und die Potenziale, sich selber in die Technologieentwicklung einzubringen. Und das leitet dann über in die vorwärtsgewandte Sichtweise, denn die Beschäftigung mit der Geschichte liefert den Kontext für das heutige Forschungsgebiet oder die heutigen Forschungsgebiete. Und dadurch, dass wir ein paar bahnbrechende und visionäre Entwicklungen uns anschauen, sehen wir sowohl, an welcher Stelle sich vielleicht die Technologie und der Einsatz der Technologie weiterentwickelt hat, aber eben auch, wo wir vielleicht noch stehen geblieben sind und wo wir vielleicht ein paar spannende Dinge noch haben liegen lassen. Und dadurch sehen wir halt auch Potenziale für weitere Technologieentwicklung und Potenziale für den weiteren Einsatz von Technologie. Und eine wichtige Erkenntnis dazu ist sicherlich auch, dass wenn man sich ein paar von den historischen Meilensteinen anschaut, dass eben nicht alles so neu ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und dazu habe ich hier das erste von vielen Videos, die in diesem Foliensatz vorkommen. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Videos hier nochmal in diesem Video einbetten, sondern möchte euch bitten, die an den jeweiligen Stellen dann auch euch anzuschauen und ein paar Gedanken dazu zu machen. Die Links zu den einzelnen Videos findet ihr natürlich auch im LearnWeb. So, bevor wir tatsächlich in die Geschichte einsteigen, nochmal so ein paar Vorbemerkungen. Zum einen ist das natürlich nicht einfach die Geschichte der Medieninformatik. Medieninformatik als solche ist ja noch eine relativ junge Disziplin, sondern das ist zum einen die Geschichte der Informatik, aber zum anderen auch die Geschichte der Disziplinen, die mit der Medieninformatik eng verflochten sind, beziehungsweise in gewisser Hinsicht ihr vorausgegangen sind und die historischen Ziehväter und Ziehmütter waren. Natürlich ist die, oder selbstverständlich ist die Geschichte der Medieninformatik als informatische Disziplin eng verbunden mit der Geschichte des Computers. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Entwicklung der verschiedenen Medientypen, die für uns eine große Rolle spielt. Wenn man den Computer betrachtet, dann war die Interaktion, die Möglichkeiten der Interaktion, die Möglichkeiten der Benutzung waren anfangs ausschließlich von technischen Gegebenheiten abhängig. Das heißt aber nicht, dass der Computer nicht von vornherein in einem gesellschaftlichen Kontext steht. Und auch welche Möglichkeiten realisiert wurden und welche nicht realisiert worden sind, ist immer auch ein Resultat der gesellschaftlichen Situation, in der die technische Entwicklung stattfindet. Aus einer Mensch-Computer-Interaktionssicht unterscheidet man auch gerne traditionell beim Computer die Rolle als Werkzeug und die Rolle als Medium. Beide Elemente, das haben wir schon gesehen, greifen wir auch in der Medieninformatik wieder auf. Das Werkzeug, das wie der Faustkeil ein direkt als Verstärkung des menschlichen Körpers sichtbar. Aber schon bei so etwas wie einer Rechenhilfe ist ja auch der kommunikative Charakter nicht von der Hand zu weisen. McLuhan, den wir ja schon kennengelernt haben, fasst diese ganzen verschiedenen Entwicklungen zusammen mit dem Begriff der Extension des Menschen. Also Technologie soll helfen, dass der Mensch auf die Welt effektiver und effizienter einwirken kann oder dass die Teilhabe am sozialen, kulturellen Leben vereinfacht wird. Dabei unterscheidet McLuhan verschiedene Arten der Entwicklung. Er spricht von evolutionären Phasen, in denen vorhandene Lösungen durch kleine Entwicklungsschritte verbessert werden, sorgfältige Analysen dessen, was gerade existiert und kleine Schritte zur Verbesserung.
Demgegenüber stellt er die revolutionären Phasen, wo existierende Lösungen auch grundlegend in Frage gestellt werden und diese durch neue Lösungen ganz ersetzt oder zumindest ergänzt werden. Und bei der heutigen technischen Entwicklung wird ja sehr gerne der Begriff der Revolution benutzt. Jedes neue Telefon, was irgendwie auf den Markt kommt, ist schon ein revolutionäres Gerät. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, auch bei der Beschäftigung mit der Geschichte, ist, wo haben wir es tatsächlich mit revolutionären Entwicklungen zu tun? Und wo ist das, was wir sehen, eigentlich eher eine evolutionäre Weiterentwicklung von existierenden Technologien? Und die Antwort auf diese Frage ist vielleicht nicht immer ganz einfach und in gewisser Hinsicht auch eine Interpretation. Als Beispiel nur mal die Einführung des ersten Smartphones der neueren Zeit, der neueren Art, vollständig touchbasiert durch Apple. Dass die Einführung des iPhones ist das eine revolutionäre Entwicklung, weil es tatsächlich ein anderes Interaktionsparadigma auch umgesetzt hat. Das weitgehende Verzichten auf mechanische Tasten und die vollständige bewegungsgesteuerte Bedienung über Gesten und über Touch, ist das eine revolutionäre Entwicklung, weil es tatsächlich einen starken Schritt geht von den vorherrschenden Smartphones, die es ja schon gab. Oder muss man sagen, nee, es ist trotzdem nur eine evolutionäre Entwicklung, weil die Technologie eines Telefons, was eben auch Kalenderfunktionen und Zugriff auf Wissensbasen und Ähnliches hat, weil das ja nur eine neue Bedienung jetzt nur eine neue Bedienung benutzen, aber wo die grundlegende Idee an sich schon vorhanden ist. Vielleicht überlegt ihr euch das auch während dieses Geschichtskapitel nochmal, diese Frage immer mal wieder zu stellen, sind das tatsächlich revolutionäre oder evolutionäre Entwicklungen? Dann steigen wir mal ein, 28.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, da haben wir das Kerbholz als Rechenhilfsmittel. Das Kerbholz finden wir auch heute noch in Redewendungen, etwas auf dem Kerbholz haben. Und was man hier gemacht hat, war einfach, man hat zwei Holzteile genommen und Kerben über beide Holzteile, zusammengelegte Holzteile gezogen. Diese Kerben standen dann zum Beispiel für Schulden, die jemand hat. Und wenn jetzt eine Seite des Kerbholz beim Schuldner und die andere Seite beim Gläubiger geblieben ist, dann konnten ja beide Seiten das nicht manipulieren, ohne dass diese Manipulation aufgefallen wäre, wenn man die beiden Teile wieder zusammennimmt. Dann haben wir irgendwie Entwicklungen wie 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Ägypten. Wir haben Papyrusrollen, die etwas später, 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, die sumerische Keilschrift entsteht, die noch bis ins Jahr 400 vor unserer Zeitrechnung weiterverwendet wird. Wir haben bereits 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung den Diskurs von Phaistos. Nein, es gibt jetzt einige wissenschaftliche Diskussionen darüber, worum es sich hier eigentlich handelt. Aber was zumindest festzustehen scheint, ist, dass es eine Tonscheibe, die erstmals mit oder die erste erhaltene Anwendung von sozusagen beweglichen Lettern, weil die einzelnen Zeichen auf dieser Tonscheibe hier mit Stempeln eingedrückt wurden und man also eine Wiederholung von Zeichen auch hat. Auf der Schriftseite, wir haben 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung die chinesische Schrift, die auch heute noch verwendet wird, und 1400 Jahre vor unserer Zeitrechnung die kretisch-mechanische Silbenschrift, aus der sich später das erste griechische Alphabet entwickeln wird. Bis zur Zeitenwende haben wir dann, was die Unterstützung der menschlichen Fähigkeiten, wie gesagt, Extension des Menschen angeht, zum Beispiel im Jahre 200 vor unserer Zeitrechnung ungefähr jeweils mit dem Abakus ein Rechenhilfsmittel nach dem Stellenwertprinzip. Also Stellenwertprinzip ist ja auch in der Informatik ein sehr wichtiges Element.
Und die Verwandten des Abakus werden ja auch bis heute noch eigentlich benutzt. Wir haben etwa 150 Jahre vor unserer Zeitrechnung das erste Papier aus Hanf und Cannabis. Die Papierherstellung bleibt allerdings in außerhalb Europas nur bekannt und die über die arabische Welt, also von China über die arabische Welt, verbreitet sich dann erst später auch nach Europa. Dann kommen wir zum Stein von Rosette. Der Stein von Rosette, ursprünglich erstellt im Jahr 196 vor unserer Zeitrechnung, wurde dann wieder entdeckt, 1799. Und der Stein von Rosette ist insofern besonders, weil hier der gleiche Text in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Schriftsystemen auftaucht. Und jetzt waren nicht alle dieser Schriftsysteme bekannt zu der Zeit der Entdeckung, aber man hat dann halt festgestellt, naja gut, wenn ich jetzt eine der Sprachen kenne, eines Schriftsysteme kenne oder vielleicht auch zwei, dann kann ich auch auf das dritte Rückschlüsse ziehen und kann einen ersten Einblick in dieses dritte Sprachsystem kriegen. Und das ist eine Grundidee, die ja auch sich in abgewandelter Form auch heute noch wiederfindet, zum Beispiel in der automatischen Sprachverarbeitung. Wir haben, wenn wir versuchen wollen, statistische, stochastische Modelle der Übersetzung zu entwickeln, ist es hilfreich wiederum, verschiedene Sprachkorpora zu haben, in denen die gleichen Texte in unterschiedlichen Sprachen vorkommen. Und da bietet sich zum Beispiel die EU an, die ja die offiziellen Veröffentlichungen der EU in den einzelnen Amtssprachen der EU auch vorrätig hat. Das heißt, hier hat man genau den gleichen Fall. Wir haben den gleichen Text, der in sehr verschiedenen Sprachen vorkommt. Und das kann uns zum Beispiel aber helfen, alleine stochastische, also nicht wirklich auf einer tiefen Wissensbasis basierenden Übersetzungsmodelle zu trainieren. Was haben wir noch? Genau, hier haben wir wieder ein solches Video, ein kurzes Video, 3 Minuten, wo ich euch bitten würde, euch das einfach mal nebenher auch noch anzuschauen. Was haben wir noch? 1455, da haben wir den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern, also den Buchdruck als solchen gab es auch schon vorher, aber die große Idee von Johannes Gutenberg war halt ähnlich wie beim Diskurs von Phaistos. Ich habe ja einen begrenzten Zeichenschatz, nämlich die 26 Buchstaben plus Zahlen etc. Des Alphabets. Das heißt, ich kann Texte eigentlich immer aus diesen einzelnen Elementen zusammensetzen. Das heißt, ich brauche für den Buchdruck nur noch Stempel für alle vorkommenden Zeichen und kann die immer wieder neu anordnen. Und das war ein großer Fortschritt, weil der Buchdruck vor ihm, da wurden immer komplette Seiten gesetzt. Das heißt, man musste eine komplette Seite, und nachdem diese Seite dann gedruckt war, war der Stempel ja auch nicht weiter benutzbar, hatte ja seine Nützlichkeit getan. Und mit Johannes Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern war es jetzt so, dass man die Letter ja auch wieder auseinandernehmen konnte und für eine neue Seite zusammensetzen konnte. 1510, Peter Henlein, die Taschenuhr, das Nürnberger Ei, ein erstes mobiles System zur zeitlichen Synchronisation von Menschen, etwas, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig wurde. Richtig wichtig wurde ja die zeitliche Synchronisation erst über enge Gebietsgrenzen hinweg, erst durch die Eisenbahn, weil die Eisenbahn, es ist halt schön, wenn man einen Fahrplan hat, der auch irgendwie gültig ist über die gesamte Dauer der Fahrt des Zuges. Und das heißt, es ist schon wichtig, dass wir auch benachbarte Orte oder auch ein bisschen weiter entfernt liegende Orte so langsam zeitlich synchronisiert werden. Davor gab es diesen Bedarf eigentlich gar nicht, dass wir die gleiche Zeit haben, auch an verschiedenen Orten. Dann das, was wir vielleicht als eine der großen Entwicklungen auch für die Computertechnik betrachten können. 1623, Schickard konstruierte den ersten mechanischen Rechenautomaten.
Wir können dort addieren und subtrahieren bis zu sechsstelligen Zahlen, also wieder Extension des Menschen. Wir können eine Rechnung machen, die davor, die schwieriger sind, die mehr Aufwand bedeuten. Und welche Bedeutung das solche Art von Entwicklung hat, kann man zum Beispiel sehen, dass Johannes Kepler auch überlegt hat, ihn zur Erstellung der rudolfinischen Tafeln zu verwenden, also der Tafeln, in denen die Planetenbewegung letztlich beschrieben waren. Dann haben wir bis 1800 so Entwicklung der Robotik. 1737, Jacques de Vaucanson, einen automatischen Flötenspieler und auch weitere komplexe Automaten. Die Ente, die ihr hier auch seht, mit über 400 Teilen, beweglichen Teilen in jedem Flügel. Und sie hat so getan, als wenn sie Wasser trinken konnte und als wenn sie auch Körner zu sich nehmen konnte und die dann auch verdauen konnte. Also ein Gimmick, aber eine mechanische Leistung. Und welche Rolle eine derartige Mechanik spielt, sieht man auch 1745, auch Jacques de Vaucanson, einen vollautomatischen Webstuhl, der mit Lochkarten programmierbar war. In gewisser Hinsicht einer der Vorläufer des Computers, diese programmierte Ausführung Teilen, von Algorithmen sozusagen, hier der Erstellung von Mustern. Und darauf aufbauend dann 1804 von Joseph-Marie Jacquard ein System zur Steuerung automatischer Musterwebstühle mit Endlos-Lochkartensteuerung. Das heißt, wir haben hier auch die beliebige Wiederholung von Mustern und können mit einem vertretbaren Aufwand dann auch das gleiche Muster vorindustrieller Massenproduktion herstellen. Dann zurückkehrt zu etwas, was vielleicht im engeren Sinne mehr mit der Entwicklung des Computers verbunden wird, 1822 Charles Babbage, die Differenzmaschine, die analytische Maschine, also zwei mechanische Rechenmaschinen, wo die analytische Maschine zwar nicht vollendet werden konnte, aber sie gilt für viele als Vorläufer eines modernen Computersystems. Auf der Medienseite, wir haben 1860 Joseph Nicephore Niépce, dem es gelang, Bilder einer Camera Obscura festzuhalten, indem er Chlorsilberpapier benutzt hat, also ein Papier, wo die chemischen Eigenschaften sich ändern durch Lichteinfall. Konnte das aber nicht fixieren. Das gelang ihm erst 1824 zum ersten Mal und zwei Jahre später, 1826, nahm er dann das erste Foto der Welt auf, einen Blick aus dem Fenster des Arbeitszimmers. Belichtungszeit war damals 8 Stunden, also kein schnelles Selfie. Für ein Foto im Format 20x16 Zentimetern. Und auf der Basis dessen hat dann der Maler Louis-Jacques Mandet Daguerre auf dieser Basis eines der ersten fotografischen Positivverfahren entwickelt, was dann auch zum Durchbruch der Fotografie, der Daguerreotypie in breitem Rahmen führte. Und hier haben wir jetzt die erste bekannte Fotografie. Da kann man auf diesem, ja, wenn man genau hinguckt, wenn man weiß, was man sieht, sieht man es vielleicht. Also hier haben wir dann eine etwas verbesserte Variante und hier sieht man dann den Blick aus dem Arbeitszimmer und die Struktur des Hauses, also die erste Fotografie. Dann haben wir irgendwie 1843 Ada Lovelace, Mitarbeiterin von Charles Babbage, die erste Definition eines Programms, wenn man so möchte, einen schriftlichen Plan zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen, die Babbage-Maschine benutzend. Wir haben auf der Kommunikationsseite 1844 die erste Telegrafenleitung durch Samuel Morse und bereits wenige Jahre später, 1860, die Übertragung der menschlichen Sprache, also ein Telefonsystem durch Johann Philipp Reis. Dann Ende der 1800er Jahre, 1865,
Wir haben die Schreibkugel, entwickelt durch Rasmus Johann Malling Hansen, eine erste Schreibmaschine, eine der ersten Schreibmaschinen. Wir haben die Parallelentwicklung des Telefons 1876 durch Alexander Graham Bell. Und wir haben als Verbesserung über die Tonzylinder von Thomas Alva Edison die von Emil Berliner erfundene Schallplatte, das Grammophon aus 1887. Gehen wir zur Jahrtausendwende. Wir haben die Ersetzung des alten fotografischen Prinzips des Papierfilms durch lichtempfindlichen Celluloid-Film, der auch als Negativ benutzt werden kann. Die Firma Kodak hat mit der Kodak Nummer 1 1889 dann die erste Kamera auf den Massenmarkt gebracht. Der Massenmarkt war immer noch relativ klein, weil das Ding groß und teuer war. Aber es war zumindest mal ein Schritt hin zu einer diese Technologie aus den Armen der professionellen Fotografen zu nehmen und auch einer weiteren, größeren Bevölkerungsgruppe zugänglich zu machen. Dann haben wir auch die bewegten Bilder, 1895 durch Louis-Jean und Auguste-Marie Louis-Nicolas Lumière, die Cinematographie, den ersten Kinoapparaten und auch hier nur 2 Jahre später die Kathodenstrahlröhre durch Ferdinand Braun entwickelt und damit auch die Grundlage legend für Bildschirme, für Kathodenstrahlröhren und das moderne Fernsehen. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wir das erste Mal, dass der Begriff der Roboter auftaucht, 1921 in einem Theaterstück von Karel Čapek, wo die Roboter als Fronarbeiter oder als Sklaven für den Menschen dienen. Wir haben 1923, also hier haben wir 1897, wird die Kathodenstrahlröhre entwickelt und 30 Jahre später den Beginn des Radioprogramms und nur 7 Jahre später die Entwicklung des Fernsehens durch Manfred von Ardenne. Wir haben die Erfindung der Kopie durch die Xerografie. Chester Carlson, das erste elektrische Kopierverfahren, und wir haben dann 1939 den ersten farbigen Kinofilm in Technicolor, also bereits 1939. Hier haben wir, hier sehen wir auch dann die erste erhaltene Kopie durch dieses elektrofotografische Verfahren entwickelt. Dann kommen wir in die 1940er. Wir haben hier den ersten frei programmierbaren Computer im heutigen Verständnis eigentlich durch Konrad Zuse, die Z3. Und wir haben bereits 1943 den ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, aus einer militärischen Anwendung heraus. Auf solchen Ideen aufbauend haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine sehr spannende Entwicklung durch Vannevar Bush beschrieben, Archivar im Pentagon, und der hat das Problem gesehen, dass wir eigentlich mit immer mehr Informationen zu tun haben und diese Informationen irgendwie sortieren müssen. Und er sagt halt, the human mind operates by association. With one item in its grasp, it snaps instantly to the next that is suggested by the association of thoughts in accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain. Also wir denken assoziativ und wir bauen Assoziationen auf zwischen verschiedenen Informationskomponenten und dass ein System, was auf diese Art der
Bewältigung von Informationen aufgreift, fand er wichtig und notwendig, um mit der zunehmenden Informationsflut auch fertig zu werden. Und seine Idee war halt die MEMEX, eine maschinelle Erweiterung zur Unterstützung des menschlichen Gedächtnisses, zur Unterstützung von spontanen Assoziationen, damals auf Basis von Mikrofilmen. Wenn ihr das nicht mehr kennt, also das sind so die Idee beim Mikrofilm ist, dass wir Papierdokumente auf Fotos, kleinen Fotos aufnehmen, auf kleinen Filmen aufnehmen und dann nur noch mit diesen Filmen agieren müssen. Das heißt, wir sparen schon mal viel Platz. Also der Zugriff auf die Informationen ist dann nicht mehr auf den Originaldokumenten, sondern auf den Fotos davon. Und die Idee, die er hatte, war, diese Mikrofilme erstmal zu erstellen von allen Dokumenten, die einem so vorkamen und dann aber auch miteinander zu verknüpfen. Mit eigenen Einträgen zu kommentieren, eine History des Zugriffs zu haben, Bookmarks zu haben, dass man nach verschiedenen Dokumenten schnell finden kann. Und die Idee war, dass es irgendwie eine Art von Kamera am Kopf gäbe, dass man alles das, was man sieht, auch aufnehmen kann, dass man Kommentare dazu sprechen kann, die dann mit den Bildern synchronisiert werden können durch Zeitstempel und dass die Daten auch arithmetisch und logisch manipuliert werden können. Bis hin zur Spracheingabe mit Schreibmaschine mit Spracheingabe. Das ist so der Schreibtisch, den er sich dabei vorgestellt hat. Wir haben hier verschiedene Elemente. Wir haben zwei Bildschirme. Auf dem einen kann ich zum Beispiel einen Mikrofilm mir anzeigen lassen, auf dem anderen weitere Texte anzeigen lassen und die dann assoziativ miteinander zu verknüpfen. Ich kann Dinge scannen. Ich habe Zugriff auf verschiedene Informationen. Er hat das so beschrieben: A MEMEX is a device in which an individual stores all his books, records and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged, intimate supplement to his memory. It consists of a desk, and while it can presumably be operated from a distance, it is primarily the piece of furniture at which he works. On the top are slanting, translucent screens on which material can be projected for convenient reading. There's a keyboard and a set of buttons and levers, otherwise it looks like an ordinary desk. Also, naja, ich weiß es nicht, wie gewöhnlich dieser Schreibtisch tatsächlich ausgesehen hätte, aber die Idee hier ist halt tatsächlich, diese Informationen zugänglich zu haben mit einer elektronischen Maschine. Und die Frage ist halt, auf dem ersten Blick haben wir sicherlich mit dem Computer ein System, was viele dieser Sachen machen kann, storing all his books, records and communications. Aber ist es tatsächlich so, dass wir den Rechner, wie er heute ist, als assoziativen Datenspeicher wirklich benutzen? Oder sind wir nicht tatsächlich, oder haben wir diesen Punkt der technischen Vision vielleicht noch gar nicht umgesetzt? Ne? Ein sehr wichtiger Artikel, den er da geschrieben hat, As We May Think im Atlantic, erschienen, kann ich auch nur empfehlen, den insgesamt mal zu lesen. Auf der Seite der bildgebenden Verfahren haben wir die Entwicklung von Polaroid 1947 durch Edwin Herbert Land dann erste Entwicklung der Holographie 1948, wobei die praktische Umsetzung eigentlich nur durch die Lasertechnik in den 1960ern gelingen wird. Gut, kommen wir von den 1940er in die 1950er Jahre. Wir haben die Stereophonie, also die zeitlich synchrone Aufzeichnung von zwei Tonkanälen, die es uns ermöglicht, tatsächlich eine Rechts-Links-Lokalisierung zu machen und damit ein erstes räumliches Empfinden auch wiederzugeben bei der Tonaufzeichnung. Und 1952 haben wir den Beginn des regulären Fernsehprogramms in Deutschland. Davor wurden Fernsehübertragungen, es gab die schon zu den Olympischen Spielen in Berlin, wo sie dann zur Propaganda in Nazi-Deutschland benutzt worden sind. Interessantes Detail, Mitte der 1950er Jahre, Morton Heilig Sensorama, ein System bestehend aus Stereo-Lautsprechern, stereoskopischen 3D-Displays, wo ich also Fotos für die beiden Augen unterschiedlich aufbereitet habe. Ich habe ein System, das hat Ventilatoren, es hat
sogenannte Geruchsgeneratoren. Das hat einen vibrierenden Stuhl und das sollte dem Menschen ermöglichen, zum Beispiel ja, an anderen Ort, die Filmaufnahmen, Tonaufnahmen von einem anderen Ort über alle Sinne wahrzunehmen. Eine Sache, die eher so im Bereich des Tivoli, des Jahrmarktes anzusiedeln ist. Aber das Interessante hieran ist tatsächlich, dass wir ein System haben, was versucht, mehrere Sinne des Menschen anzusprechen. Etwas, was ja in der Computertechnologie gar nicht so viel passiert. Wir beschränken uns ja meistens auf auf zwei Modalitäten. Wir haben vielleicht Texte, Bilder, wir sprechen das Auge an, wir sprechen dann vielleicht noch das Gehör des Menschen an, aber wirklich eine multimodale Wahrnehmung ist ja etwas, was wir, ja gut, wir haben in Spielen vielleicht noch so etwas wie Force Feedback oder wir haben Vibrationen, aber letztlich sind wir da sehr stark auf zwei Sinneskanäle eigentlich beschränkt. 1956 gab es dann den Davos-Workshop. Die Idee war hier sieht man das Proposal, den Vorschlag dafür, dass man sich einfach mal Experten, Wissenschaftler mal zusammensetzen, einen Sommer und dann mal überlegen, wie man so eine künstliche Intelligenz baut. In dem Proposal klang das sehr optimistisch, dass man schon große Fortschritte machen würde. Zum einen sicherlich einem unbegründeten Optimismus begründet, aber zum anderen sicherlich auch forschungspolitisch begründet, dass man überhaupt erstmal einen Anfang machen muss mit der Entwicklung. Aber das ist heutzutage das, was man als Startstunde der KI auch bezeichnet. That every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer. Das ist so die aus dem Proposal, also in diesem Sommer, wir werden signifikante Fortschritte machen bei lernenden Maschinen etc. Kommen wir in die 1960er Jahre, wenn man sich so es gibt Computer in der Anwendung, ziemlich begrenzt auf wissenschaftliche und buchhalterische Anwendungen. Wir haben eine Datenspeicherung, Lochkarten, Lochstreifen, Magnetbänder, aber eigentlich kaum direkte Interaktion. Die Computer sind halt auch sehr teuer und die teuren Maschinen sollten nicht verschwendet werden für nicht-numerische Aufgaben wie Textverarbeitung, wie Interaktion. Die Interaktion ist ja etwas, was auch Rechenzeit braucht. Und diese Maschinen sollten halt, weil sie teuer waren, relativ begrenztes Potenzial, Fähigkeiten hatten, auch sich auf numerische Aufgaben konzentrieren. Aber wir sehen zumindest ein paar Visionen auftauchen, ein paar Leute, die da eine Rolle spielen, Ted Nelson, Nick Leider, Evan Sutherland und Doug Engelbart. Wir fangen mal an mit Ted Nelson, der seit den 1960er Jahren die Idee des Systems Xanadu hatte, ein Textsystem, welches mit Hypertext durch Links verschiedene Elemente miteinander verknüpfen konnte. Und hatte da drei verschiedene Kategorien, so Referenzen und Notizen, Erweiterungen von Konzepten und die Sichtweise auf verschiedene miteinander verlinkte Dokumente. Er hat dann so ein paar Prinzipien dargelegt, die das Xanadu-System, das er sich als proprietäres System auch ausgedacht hat, erfüllen sollte. Wir haben ein paar Elemente, die uns auch sehr, sehr logisch vorkommen, dass jeder Xanadu-Server sicher identifizierbar ist, dass sie in einem Netzwerk sind, aber unabhängig voneinander operieren können. Was dann vielleicht ein bisschen interessanter aus heutiger Sicht ist, dass ja auch Benutzer identifizierbar sein sollten.
Und was er auch hatte, ist, dass wir auch, wo haben wir das? Genau, ein bereits eingebaut, ein Royalty-Mechanismus, also dass es auch ein Micropayment-System gibt, wo der Zugriff auf Informationen auch mit Geldtransaktionen verknüpft ist, also etwas gleich direkt eingebaut in die Technologie. Und wir haben auch eine Zugriffskontrolle realisiert. Wir haben schon eine frühe Idee eines Content Networks, Content Distribution Networks, in dem alle Dokumente zu physischen Orten transferiert werden, die dem Zugriff der User entspricht, also nahe dran ist. Wir haben eine Redundanz und wir haben, dass das Protokoll selber ist als offener Standard publiziert. Das waren so die Idee, die Ted Nelson da hatte, so ein System aufzubauen. Auf der einen Seite war er vielleicht ein bisschen früh mit der Entwicklung dieses Netzwerksystems. Auf der anderen Seite war es halt dann auch nicht so offen, wie das, was dann später eigentlich tatsächlich auch eigentlich funktioniert hat, ne, erstmal mit der Entwicklung der Netzwerkstrukturen, ARPANET, später Internet, und darauf aufbauen dann halt das World Wide Web mit dem Hypertext Transfer Protocol. Schon genannt, JCI Licklider, sehr interessant, weil er den Computer als Denkhilfe verstanden hat und nicht als Zahlenfresser, was ja zu der Zeit die vorherrschende Denkweise war. Er sprach eher von der Symbiose zwischen Mensch und Computer, wo beide Teile sehr eng miteinander gekoppelt sind, schon eine Art Partnerschaft eingehen, und wo er dann gesagt hat, die Computer sollten das Denken vereinfachen und ermöglichen, indem sie nicht nur die bereits fertig formulierten Probleme lösen, algorithmisch, sondern indem sie auch neue Lösungen, die Entwicklung neuer Lösungen ermöglichen werden. Und die Idee, die er dabei hatte, ist, dass wir so eine symbiotische Partnerschaft haben, wo Menschen die Ziele setzen, Hypothesen formulieren, Kriterien für den Erfolg definieren und das evaluieren, was die Maschine macht, aber dass die Maschinen halt die Aufgaben erfüllen, die der Mensch schlechter erkennen kann, erledigen kann, oder wo es vielleicht sinnvoller ist, die Kapazitäten der Maschine zu nutzen, aber der Mensch in Kontrolle zu bleiben. Wobei wir eben, und das ist das zweite Prinzipien, was sie hat, Mensch und Maschine kooperieren bei der Entscheidungsfindung in einer flexiblen Art und Weise, wo je nachdem, was die Situation erfordert, bestimmte Dinge an die Maschine gegeben werden und bestimmte Dinge beim Menschen bleiben. Und das waren so die High-Level-Vision, die er hatte. Das hat er dann runtergebracht und gesagt, dazu braucht es aber ein paar Dinge. Wir brauchen ein Timesharing Operating System, also keinen Batch-Betrieb wo wir einfach Lochkarten abarbeiten in Batches. Wir brauchen andere Speicherhardware, andere Speicherorganisationen, auch neue Programmiersprachen, die dieses erstmal ermöglichen, und natürlich auch die entsprechenden Ein- und Ausgabegeräte eben nicht mehr nur Lochkarten hin und her schieben. Und seinen Beitrag zur Durchsetzung dieses damit verbundenen Forschungsprogramms kam, dass er als Leiter in der Leitung des Advanced Research Projects Agency 1962 bis 64 und 74 bis 75 ein Vertragsforschungsprogramm aufgelegt hat, um genau an diesen Punkten zu arbeiten. Und Ergebnisse waren tatsächlich sowas wie das erste Timesharing-System auf einer PDP-11 und frühe Vision eines globalen Computernetzwerks. Ein Name, den wir auch gerade eben schon gehört haben, Ian Sutherland, arbeitete für seine Dissertation mit vielen neuen Konzepten. Die Frage ist, sind es revolutionäre Konzepte?
In der Dissertation hat er an Sketchpad gearbeitet, ein System, was der grafischen Konstruktion diente, also ein erstes Computer-Aided Design-Programm. Er hatte schon solche Dinge wie Master Drawings und Instances als eine Art Vorläufer von Objektorientierung. Er hatte eine interaktive dreidimensionale Manipulation durch getrennte Koordinatensysteme. Und es war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und wer da ein bisschen was drüber wissen wollte, sollte sich jetzt hier mal diesen Teil des Videovortrags von Alan Kay angucken, in dem er über Sketchpad redet. Das ist ein ungefähr 5 Minuten langer Abschnitt. Das gesamte Video von Alan Kay, das ist jetzt auch schon wieder ein ganzes Stück her, dass er das gemacht hat, kommt aus den 1980er Jahren, meine ich. Und das lohnt sich insgesamt, das mal zu gucken, weil er später auch über eigene Projekte spricht, über vielleicht für die Lehramtsstudierenden unter euch nicht ganz uninteressant, wo er über seine Erfahrungen berichtet, mit der Programmierung an Schulen zu arbeiten. Aber jetzt hier in diesem Fall ist erstmal einfach der Sketchpad, das Video, was ihr hier angucken solltet. Von Sutherland kommt auch die Idee des Ultimate Displays. Da hat er geschrieben, the ultimate display would of course be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in, handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming, such a display could literally be the wonderland into which Alice walked. Also letztlich, na, die Idee eines Holodecks oder einer Holosuite aus Star Trek. Wir haben einen Raum, in dem der Computer die Materie kontrolliert, holographische Displays mit Materie. Der Unterschied zum Hologramm, zum Holodeck vielleicht hier, dass die Safety Protocols hier immer disengaged sind. Ne? Also wir haben eine tödliche Pistolenkugel. Eine virtuelle Welt, an der er dann tatsächlich gearbeitet hat, weil das ist ja schon sehr starke Zukunftsmusik. Ne? Also wir haben auch ein paar physikalische Probleme mit der Erstellung und dem Verschwinden von Materie hier. Also die Idee, die er dann zumindest hatte, ist, dass, na gut, das können wir vielleicht nicht umsetzen, aber was ist, können wir nicht zumindest mal ein System bauen, wo die Menschen einen virtuellen Raum sich anschauen können. Und da hat er eben das Sword of Damocles, ein erstes Alternate Reality, Virtual, Augmented Reality, Virtual Reality System, ein Head-Mounted Display, mit hier haben wir bildgebende Röhren, die ein Bild für den Menschen erstellen. Es waren damals nur primitive Wireframe-Objekte. Allerdings war es das erste Mal, dass tatsächlich das, was der Mensch dort gesehen hat, nicht die Aufnahme einer Kamera waren, sondern computergenerierte Objekte. Also eine sehr interessante Entwicklung 1968. Das Ganze hieß Sword of Damocles, weil das Projektionssystem so schwer war, dass man es halt nicht auf den Kopf tragen konnte. Und deshalb hing es an einer langen Stange von der Decke, die dann wie das Damoklesschwert über die Probanden schwebte. Wir haben Douglas Engelbart, zuerst in Stanford, dann später an Xerox Park, an einem Projekt Augmenting the Human Intellect gearbeitet, wie er das in einem SRI-Report beschrieben hat, 1962, bei Augmenting Man's Intellect, we mean increasing the capability of a man to approach a complex problem situation, gain comprehension to suit his particular needs and to derive solutions to problems. One objective is to develop new techniques, procedures and systems that will better adapt people's basic information handling capabilities to the needs, problems and progress of society. Hier sieht man ganz klar so die gleichen Visionen wie bei Licklider durchkommen. Wir wollen das Problemlösepotenzial von Menschen verbessern durch computerisierte Technologien. Wir haben gleichzeitig so einen Bezug zu Ideen
wie sie in der Memex vorhanden waren, indem wir eine Verknüpfung von Informationen haben. Ein großer Schritt in Richtung Büroautomatisierung, Richtung der Textverarbeitung. Auch hier kann ich nur ein Video empfehlen, wieder von Alan Kay, direkt dran anschließend, dann, was ihr gerade gesehen habt, für 10 Minuten. Das ist ein Auszug aus einer Demonstration, die Engelbart gegeben hat, 1968 bei der Fall Joint Computer Conference in San Francisco, wo er das von ihm maßgeblich mitkonzipierte, entwickelte System NLS, das Online-System, vorgestellt hat. Ganz nebenbei dann solche Sachen wie die Kombination Bildschirm, Keyboard, Maus, ne, die Maus, die wir auch heutzutage noch benutzen, und dann ein hierarchisches Informationsmanagementsystem für Textdiagramme, Bilder mit eingebauter Videokonferenz. Die Videokonferenz allerdings nicht digital, sondern durch das Einbetten von analogen Signalen. Aber ich bitte euch mal, dieses Video euch anzugucken, und es sind wirklich ein paar sehr interessante Dinge dabei. Der Wechsel der Ansicht auf die Daten, also wir haben verschiedene Views auf die gleichen Daten. Wir haben den jetzt als textuelle Liste oder als Graph zu sehen. Die menschzentrierte Sichtweise, wir wollen ein Ausgabesystem haben, was sich an den Menschen anpasst. Mit ein paar von den Ideen haben sich gut durchgesetzt, wie diese Kombination von Maus und Keyboard. Dann hat er noch ein weiteres kleines Keyboard für Shortcuts etc. Das hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Man kann nicht überall gewinnen, aber die gesamte Demo, es gibt auch Videos dafür, lohnt es sich an sich mal anzuschauen, zumindest aber die kurze Zusammenfassung, wie sie hier verlinkt ist oder auch im LearnWeb verlinkt ist, solltet ihr euch dann durchaus mal zu Gemüte führen. Wir haben dann auch in den Mitte-1960er Jahren durch das Mondlandeprogramm der NASA bedingt die Entwicklung von Software Engineering als eigener Subdisziplin. Margaret Hamilton hat das mal in einem Interview dann später so formuliert: I fought to bring the software legitimacy so that it and those building it would be given its due respect, and thus I began to use the term software engineering to distinguish it from hardware and other kinds of engineering, yet treat each type of engineering as part of the overall systems engineering process. Also die Idee war hier, okay, wir machen hier etwas und unser Prozess ist auch eine ingenieurdisziplinäre Herangehensweise. Ne? Es ist ein Engineering-Prozess, auch Software zu bauen. Margaret Hamilton war maßgeblich dabei verantwortlich bei der Steuerung für die Kapseln auf dem Weg zum Mond. 1965 den ersten kapazitiven Touchscreen mitentwickelt durch E.A. Johnson. Also der kapazitive Touchscreen war der erst da. Dann das, was 1970 kam, dann der eigentlich technisch einfachere und deshalb auch bei vielen weniger hochwertigen Geräten lange verbaute, heute nur in bestimmten Anwendungen immer noch anzutreffende resistive Touchscreen. Die ersten Touch-Anwendungen kamen dann durch das interaktive Lernsystem Plato 4 als erste größere Anwendung. Das hat allerdings weder mit dem kapazitiven noch mit dem resistiven Touchscreen gearbeitet, sondern einfach ein 16x16 Grid mit Infrarotlichtschranken benutzt, aber dann hatte man zumindest die 16x16 Punkte, die man ansteuern konnte. 1970er Jahre, während wir in den beim letzten Mal ja gesehen haben, okay, wir haben, oder die letzte historische Einbettung war noch, wir haben wenige zentrale Rechner, die im Batchbetrieb arbeiten. Gehen wir jetzt tatsächlich in 1970er Jahren vom zentralen Batch zum verteilten Betrieb mit Timesharing über, wo wir mehrere Bildschirmsysteme haben, die aber immer noch mit einem zentralen Computer, dem Großrechner, verbunden sind, und die Rechenzeit wird zwischen den einzelnen Benutzern aufgeteilt. Problematisch wird das dann, wenn wir viele Benutzer haben, da ist die Zeit
zum Wechsel zwischen den Benutzern wird ein signifikanter Teil der Zeit, die dort benutzt wird. Wir haben bei dem Einsatz tatsächlich eine Unterstützung geografisch verteilter Entitäten. Wir sehen den Einsatz des Computers in größeren Firmen, zumindest bei Versicherungen, Regierungsorganisationen etc. Und wir haben Enkei, den haben wir ja schon mal gesehen, zweimal. Er selber war Schüler von Sutherland und sieht sich auch in der Tradition von Licklider, Engelbart und Sutherland, hat mit Smalltalk einer der ersten objektorientierten Programmiersprachen und Programmierumgebungen eigentlich entwickelt, aufbauend auf Arbeiten von Uli Juandahl und Christian Nigold. Alle diese Leute sind auch Empfänger des Turing Awards gewesen. Christian und Uli Johann haben ihn 2001 bekommen und Alan 2003. Wir haben in den 1960er Jahren eine Vision vom PC mit paralleler Verarbeitung, fensterbasierter Benutzungsschnittstelle, Message Passing als Grundlage objektorientierter Software, also weg von einer prozeduralen Programmierung. Und das macht es auch möglich, die Programmierung näher an die Menschen heranzubringen, andere Denkweisen zu bringen. Wenn ihr euch das Video von Kade anguckt, bis hin zu der Programmierung in der Schule, wird das, glaube ich, relativ deutlich, was ich damit meine. Wir haben dann seine Tätigkeit am Xerox Palo Alto Research Center, Xerox PARC, einer sehr bekannten Institution, wo eben diese gesamte Programmierumgebung auch entstanden ist, bis hin zur ersten Grafik-PC, dem Alto 1979, wobei die Rechner dann über Ethernet auch schon verbunden waren. Das ist er, der Alto, und das Ganze, hier sieht man auch noch wieder die Eingabeelemente, wie man sie von Engelbart gesehen hat, mit dieser kleinen Klaviatur, der Tastatur und der Maus. Und was man hier auch, was auch spannend ist, etwas, was man eigentlich heute, wenn man sich die heutigen Widescreen-Rechner anguckt, hier haben wir ganz klar einen Satz, dass wir auf dem Hochkant-Bildschirm gesetzt haben, der es auch ermöglicht hatte, Dokumente vollständig anzuzeigen. Was die psychologische Seite angeht, etwas, was wir auch in dem konditionswissenschaftlichen Anteil noch ein bisschen genauer betrachten werden. Wir haben die Arbeiten von Alan Newell und Herbert Simon, Turing Award 1975, die Idee des Human Information Processing reingebracht haben. Ne? Wir haben hier das Modell von Carl Newell und Morant von 1983 darauf aufbauend. Die Idee, wie der Mensch funktioniert, ist an sich immer auch ein Abbild der vorherrschenden Technologie der Zeit. Ne? Also wir hatten so irgendwie das Bild des Menschen als irgendwie, wir denken wie mit hölzernen Zahnrädern, und hier haben wir halt so die Idee, der Mensch als Computer. Aber er hat, das war halt für die Entwicklung der Mensch-Computer-Interaktion eine sehr, sehr wichtige Arbeit, und das Ganze, hier den Zentrum, den Fokus drauf zu legen, wie der Mensch Informationen verarbeitet, war halt unheimlich wichtig für die Entwicklung auch der Programmierumgebung und der Arbeitsumgebung mit dem Rechner. 1980er Jahre, jetzt kommen wir von diesen gläsernen Fernschreiber, wo verschiedene Systeme mit einem zentralen Rechner zu tun hatten, und alles textbasiert war, haben wir jetzt grafische Benutzeroberflächen. Wir haben den Weg von einem Zentralrechner zu Mikrocomputern, zunehmende Vernetzung. Wir haben so etwas wie E-Mail, wir haben die PCs, und da kommen auch ganz neue Probleme halt auf. Ne? Also wir haben jetzt nicht mehr eine zentrale Stelle, wo Experten mit einem Rechner gearbeitet haben und die ganzen Benutzer dann nur irgendwie an bestimmten Daten gearbeitet haben, sondern jeder Benutzer wurde plötzlich zum eigenen Systemadministrator und hatte ganz eigene Probleme mit dem Umgehen mit dem Rechner.
1981, Xerox da. Wir haben das, das ist ein System, was zum ersten Mal größerem Maße die Schreibtischmetapher aufgreift. Also wir nehmen ein vertrautes konzeptuelles Modell der Wirklichkeit, der Schreibtisch, mit dem wir agieren, und wir haben so etwas wie Dokumente, wir haben Ordner und wir sortieren Dokumente in Ordner rein. Wir haben die direkte Manipulation, wie sie von Schneiderman 1983 geprägt wurde. Wir haben die technologische Entwicklung, wir nehmen Engelbarts Maus als Zeigeinstrument, und direkte Manipulation heißt halt, ich mache etwas mit meiner grafischen manipuliere ein auf einer grafischen Benutzungsoberfläche gezeigtes Dokument, wie ich es manipulieren würde in der richtigen Welt. Also ich kann es irgendwie anfassen, ich kann es von einem Ordner in einen anderen ziehen, ich kann auf einer Grafikverarbeitung Grafikverarbeitung kann ich Elemente aufbauen, kann ich diese Elemente hin und her ziehen, in der Größe verändern, etc. Jetzt das, was wir gerade schon angesprochen haben, wir haben Computer, die sind zugänglicher für Nichtprogrammierer, das heißt, die Nutzer wollen auch immer komplexere Dinge tun, aber es selten, das kommt auch häufig zu einem Mismatch zwischen den mentalen Modellen, die die Leute auch haben, und den Möglichkeiten, die die Rechner tatsächlich bieten. Und das heißt, wir kommen jetzt dahin, dass wir tatsächlich mal so etwas wie ein Usability Engineering brauchen. Die Idee, dass wir auch gucken, wir bauen das System so, dass wir diese Probleme der Benutzung minimieren. Und der Xerox DA war halt auch ein System, bei dem dieses Usability Engineering im großen Maßstab eingesetzt wurde. Es gab aufwendige Nutzungsanalysen, es gab Paper Prototyping, es gab Nutzertests, bis hin zur iterativen Verfeinerung des Interfaces, also Technologien, die wir eigentlich in der Veranstaltung Contextual Design of Interactive Systems später auch nochmal wiederfinden werden. Das ist das Interface, und eigentlich muss man sagen, so das sieht doch schon sehr stark so aus, wie wir auch heute ein Computersystem uns vorstellen. Ne? Wir haben irgendwie ein Dokument, wir haben, gut, es sieht vielleicht ein bisschen grober aus und ein bisschen flacher, obwohl wir inzwischen wieder sehr flach geworden sind. Aber so das Grundsätzliche, ich glaube, mit diesem System könntet ihr mit relativ wenig Aufwand eigentlich auch umgehen können. Ist das was Positives? Ist das was Negatives? Das eine ist, naja, wir haben halt, das wurde damals schon eine Idee entwickelt, wie man auf den Menschen, die Bedürfnisse des Menschen ins Zentrum stellt bei der Entwicklung des Interfaces. Auf der anderen Seite, wie weit sind wir wirklich gekommen von daher? Der Xerox DA war allerdings ein kommerzieller Flop, war relativ teuer, $15.000 mit damaligen Dollars sozusagen, hat eine beschränkte Funktionalität, gab keine Tabellenkalkulation, es war eine geschlossene Architektur, das heißt, andere Firmen konnten auch keine Anwendung anbieten. Dann sind ein paar Leute von Apple da gewesen, haben sich das mal angeguckt und haben dann mit der Apple Lisa 1983 eine etwas billigere Version der gleichen Idee, sage ich mal vorsichtig, auf den Markt gebracht. Etwas billiger, aber auch ein kommerzieller Flop, auch ein sehr geschlossenes System. Und den Durchbruch gab es an sich eher 1984 mit einem nochmal gesenkten Preis auf $2.500. Und der Idee, naja, wir bauen ein offenes System und andere Anbieter können auch Software dafür anbieten. Konsistenz zwischen den verschiedenen Anwendungen sollte erreicht werden durch Interface-Richtlinien, Human Interface Guidelines. Dazu kamen andere technologische Entwicklungen wie ein erschwinglicher Laserdrucker und eine exzellente Grafik, wobei man hier sagen muss, der Bildschirm ist natürlich schon sehr, sehr klein. Aber das ist eben auch einer der Gründe, weshalb es zu dem Preis gekommen ist. Das ist auf der Seite der Nutzung, direkte Manipulation, Desktop-Metapher und Ähnliches. Es gab aber zu der Zeit auch durchaus andere Ansätze, sich für menschliche Interaktion mit Systemen auseinanderzusetzen. Und ein sehr interessantes System ist es, von der Gruppe um Richard Bolt heraus am MIT entwickelte System Put That There.
wo wir hier tatsächlich eine multimodale Interaktion haben. Ne? Wir haben eine Gestensteuerung, ich kann auf einen großen projizierten Bildschirm zeigen. Ich kann das mit Spracheingabe kombinieren, das System antwortet mir in Sprache und in Videos. Ein sehr interessantes Video von hier, was ihr euch mal angucken solltet, über eine Gestensteuerung bei einem System, Planungssystem in der Karibik. Was wir noch haben, 1987, Apple entwickelt HyperCard, persönliches hypermediales System. Also wir haben jetzt Hypertext nur in einem großen Kontext, ne? Also die Verknüpfung von Dokumenten, die auf verschiedenen Servern liegen, sondern auch als persönliche Wissensbasis, wieder Memex. Jeder konnte, das war ein System, was auch mitgeliefert wurde, wo jeder sich selber eine Wissensbasis aufbauen konnte. Das ist die Grundidee waren Karteikarten. Auf diesen Karteikarten können wir Informationen ablegen, aber wir können auch verschiedene Karteikarten oder Teile von Karteikarten miteinander verknüpfen und die dadurch Assoziationen auch modellieren, unseres assoziativen Denkens modellieren. Etwa zur gleichen Zeit halt das World Wide Web, Tim Berners-Lee, Robert Caillot, für den braucht es dann ja auch noch einen vernünftigen Browser und den gab es dann 1992 durch Mark Andreessen National Center for Supercomputing Applications, NCSA, Mosaic als ersten Browser für dieses neue System. Welche Vision die Leute damals, jetzt gerade wieder bei Apple, hatten, kann man an diesem Video sehen. Apple Knowledge Navigator 1987. Auch das ein sehr interessantes Video, weil es mal so zeigt, wie Leute sich die Interaktion mit einem elektronischen Assistenten so vorgestellt haben. Auf der einen Seite sehr stark dem User-Interface der Macs der Zeit nachempfunden. Auf der anderen Seite haben wir aber irgendwie auch einen Avatar, mit dem wir auf natürlich sprachliche Art und Weise interagieren können. Auch ein interessantes Video, was so zeigt, wie sich Apple so vorgestellt hat, wie man, wie Leute eine Vorlesung vorbereiten, kurz vor Beginn der Vorlesung, was wir natürlich nie tun würden. Kommen wir in die 1990er Jahre. Eine Sache, die ich auch persönlich sehr spannend finde, Mark Weiser, die Idee des Ubiquitous Computing, und er schreibt halt in seinem Seminal Paper, The Computer for the 21st Century, the most profound technologies are those that disappear, they weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. Also die Idee, dass Technologie dann, wenn sie wirklich tatsächlich wirksam wird, wichtig wird, allumfassend wird, ist eine Technologie, die als solche unsichtbar wird, sondern einfach Teil des Alltags wird. Ubiquitous Computing, allgegenwärtiges Computing. Und er hat mit verschiedenen Elementen dran gearbeitet, 1993, die hatten damals Tabs, Pads und Boards, kleine Rechner, die so wie ähnlich, eigentlich eher die Größe von modernen Smartphones hatten, dann Tablets Größe und dann große Boards, Bildschirme, an denen mehrere Menschen zusammenarbeiten können. Wir haben das iPad, wir haben das wir haben das iPhone, aber die Begrifflichkeiten sind uns schon irgendwie bekannt. Und das war, wie gesagt, 1993, dass die an solchen Sachen gearbeitet haben und die Interaktion mit solchen Elementen erforscht haben. Und er hat das dann so beschrieben: This then is phase one of ubiquitous computing, to construct, deploy and learn from a computing environment consisting of tabs, pads and boards. This is only phase one because it is unlikely to achieve optimal invisibility. Und leider hat er nie gesagt, was denn Phase 2 ist, aber auf der anderen Seite macht es das halt auch für uns ein bisschen spannender zu gucken, wie wir Phase 2. Interessanterweise sind wir ja gerade eigentlich erst in einer Situation,
2020, wo wir mit solchen Geräten arbeiten im Alltag. Wir haben kleinere Smartphones, persönliche Geräte. Wir haben die Tabs waren für ihn gar nicht so persönlich gedacht, aber haben wir ja teilweise auch als persönliche Geräte da. Die größeren Boards sind nur in einer sehr abgeschwächten Form durch irgendwelche Smartboards und ähnliches vorhanden. Da fehlt an sich, also selbst da an dieser Stelle sind immer noch einige Sachen des nahtlosen Austausches von Informationen, des nahtlosen Austausches von Daten auf verschiedenen Geräten, sind wir immer noch gar nicht da, wo er eigentlich hin wollte. Daher sollen wir erstmal Phase 1 vernünftig hinkriegen, bevor wir Phase 2 machen. Aber so die Idee des Internet of Things, des Ambienten Computing sind beides Ideen, die sich auf solche Arbeiten wie die von Mark Weiser halt auch zurückführen lassen. Eine andere Richtung, statt den Rechner unsichtbar in dem Fabric of Everyday Life zu verorten, aber in der gleichen Denkweise sehen wir das Tangible Computing. Hier ein Beispiel von Ryokai, Marty und Ishii aus dem MIT Media Lab, Tangible Computing. Die Idee hier ist, dass wir einen Pinsel haben, der eine Kamera eingebaut hat. Und das heißt, ich kann Muster aus der realen Welt nehmen, ich kann sie in diesem Pinsel speichern sozusagen und dann auf einem Bildschirm wiederum mit diesem Pinsel agieren. Das heißt, wir haben ein Aufladen von physischen Objekten mit digitalen Inhalten. Wir haben eine Überlagerung der physischen und der digitalen Welt. Auch ein sehr spannende Konzepte, wie man die Interaktion mit physischen Objekten gleichzeitig eine Interaktion mit digitalen Welten darstellen können. Das Video, was hier verlinkt ist, hat ein bisschen nervige Musik, aber wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, sind es eigentlich 3 Minuten von ganz spannender Geschichte, die man da sehen kann. Bisschen bessere Musik findet man dann bei den Demos von Jeff Hahn zu Multitouch 2006. Wir haben hier irgendwie einen TED-Talk auf der einen Seite und dann eigentlich das Spannendere von den beiden ist diese Demo, die er 2006 auch gegeben hat, auch kürzer. Und die Idee hier ist, dass wir einfach einen größeren Bildschirm haben, auf dem wir mit unseren Händen agieren können. Und wenn ihr euch das Video mal anguckt, was ich hier halt spannend finde, ist, dass er sehr unterschiedliche Anwendungen auch betrachtet und einige von den Sachen finden sich auch heute wieder und andere aber eher nicht. Und die Frage ist halt, oder eine der interessanten Fragestellen wäre auch zu überlegen, warum sind bestimmte Sachen vielleicht eher fehlgeschlagen? Und ich würde da sagen, sowas wie eine 3D-Manipulation auf einem 2D-Objekt ist halt intrinsisch problematisch. Und das andere ist, wie gut gelingt es mir an sich, an das kulturelle Wissen von Menschen anzuknüpfen? Also heutzutage, wenn wir einen Touch, ich irgendwie mal vor einiger Zeit mal im ICE Kids gesehen, Vorschulalter, Kindergartenalter, die erstmal den Bildschirm, den es in den Eingangsbereichen der ICEs gibt, haben die sich angeguckt und sofort draufgepatscht und dann erstmal geguckt, kann ich hier irgendwas verändern? Weil das ist sozusagen das, was wir erwarten. Und wir erwarten auch bestimmte Dinge. Wir erwarten zum Beispiel, dass ich mit einer Fingergeste zoomen kann, rauszoomen, reinzoomen kann und dass ich Bilder vergrößern kann, indem ich meine Finger auseinander mache oder mit Händen auseinanderziehe. Das sind kulturelle Erwartungen, die wir heute haben, aber das sind keine kulturellen Erwartungen, die schon da waren. Die mussten erst geschaffen werden. Ein Bild auf Papier kann ich nicht vergrößern, indem ich an den Seiten ziehe. Ich muss das erstmal lernen, dass ich auf einem Touch-Bildschirm durch diese Interaktion das Bild vergrößern kann. Und ich glaube, was man in dieser Demo, dieser fast 15 Jahre alten Demo von Jeff Hahn sieht, sind einige Punkte, wo dieser Schritt einfacher ist, diese neuen Kulturtechnologien zu erlernen. Und es gibt halt einige Bereiche, wo das nicht so einfach ist, diese neuen Interaktionsmechanismen zu erlernen.
oder was zumindest noch nicht gelungen ist, die zu etablieren. Die Touchscreens, das, was er damals gemacht hat, zu der Zeit hat man eigentlich alle größten Touchscreens selber gebaut. In der Regel dadurch, dass man irgendwie sowas wie ein reflektiertes Bild eines Beamers auf einer Fläche hatte, auf dann einer großen Glasfläche. In dieser Glasfläche, da hatte man LEDs am Rand und in dem Augenblick, wo ich meinen Finger drauflege, verändert sich aber der Brechungskoeffizient und führt dazu, dass dann an der Stelle das Licht nach unten austritt und dann hat man unten eine Infrarotkamera gehabt und dadurch hat man verortet, wo die, oder dadurch kann man, das kann man ja immer noch machen, kann man dann verorten, wo dann eigentlich dieser Touch stattfindet. Verbreiteter heutzutage sind eher sowas wie resistive und kapazitive Touchscreens. Bei resistiven Touchscreens habe ich zwei Flächen, die voneinander entfernt liegen, durchsichtige Flächen. Wenn ich an einer Stelle drücke und der Bildschirm ist da drunter, wenn ich an einer Stelle drücke, dann kann ich dann durch die Widerstände in der jeweiligen Fläche erkennen, an welcher Stelle ich gedrückt habe. Kapazitiv wird halt, wenn das statt über Widerstände dann über Kapazitätsveränderungen gemacht. Da wollen wir gar nicht ins Detail gehen, aber die sind natürlich wichtig für die Entwicklung der Smartphones. Hier haben wir dann das erste moderne Smartphone, wenn man so möchte, revolutionär, evolutionär. Bin gespannt auf eure Einschätzung. Das iPhone hatte noch viele Dinge nicht, die man eigentlich heute erwarten würde. Kam ohne UMTS, kam ohne GPS, hatte keinen Kompass. Und was vielleicht noch wichtiger war, ursprünglich war gar nicht so geplant, dass das System offen sein sollte. Also das, was Apple an sich schon gelernt hatte über die Lisa, nämlich dass der Erfolg dann kommt, wenn man das System öffnet, wenn andere Anbieter auch Software zur Verfügung stellen konnten, das war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Hat sich dann relativ schnell geändert und heutzutage ist ja auch so etwas wie der App Store eine Haupteinnahmequelle hier. Die Smartphones derzeit sahen eher so aus wie kleine Taschencomputer, wo die Tastatur größer war als der Bildschirm. Hier haben wir von den Nokia Communicator 9210, eines der, ja, ein Kultobjekt aus heutiger Sicht, ein sehr wichtiges Betriebssystem war Symbian S60. Symbian ist ja danach auch relativ schnell, ziemlich vollständig von der Bildfläche verschwunden. Aber auch die ersten Androids, die gingen noch eher in diese Richtung. Also hier haben wir das HTC Suna 2006. Und man sieht hier, das erste Android-Gerät hatte an sich eigentlich die gleichen Ideen, wie sie bei Symbian vorhanden waren und war die Ähnlichkeit zum iPhone war noch gar nicht da. Und dann hat man halt 2007 das iPhone kam, da haben sie bei Google halt schon gemerkt, oh, das ist wohl eher die Richtung, in die es gehen wird. Und schon beim HTC Dream, dem ersten größer verwendeten Android-Smartphone, war die Tastatur, die war zwar immer noch da, aber sie war eben unterhalb des Bildschirms. Man konnte das ganze Gerät auch weitgehend über Touch halt bedienen. Nächste technische Entwicklung kam dann schon 2011 mit der Entwicklung von dadurch, dass Apple den Sprachassistenten oder die Sprachassistentin Siri aus iPhone gebracht hat, hier auf das iPhone 4S. Siri, ihr erinnert euch, ich hatte vorhin schon mal über das Stanford Research Institute gesprochen, SRI, und Siri, weil sich die Technologie eben aus in diesem Kontext auch entwickelt hat, bezieht sich auch durchaus auf diese Abkürzung. Zuerst in der mobilen Welt zu finden, aber dann auch in den Haushalt einziehend. Wir haben Amazons Echo 2014 und heutzutage ja mit Smart-Lautsprechern, in Home-Lautsprecheranlagen mit Smart-Assistenten durchaus sehr, sehr durchgesetzt. Es gibt einen relativ hohen Marktanteil bereits.
zumindest in verschiedenen Ländern mehr als in Deutschland manchmal zu sehen. Die Statistiken, die werden wir dann später nochmal sehen, wenn wir tatsächlich über diese multimodale Kommunikation auch reden. Wenn wir über multimodale Kommunikation reden, andere wichtige Entwicklung war, dass wir so in den vor 2013 so rum auch eine Wiederentdeckung von virtueller und gemischter Realität hatten. Oculus-Eintrag hier ist sicherlich dann das Head-Tracking, dass wir wissen, wo die Leute auch hingucken und sich damit zumindest schon mal der Blickwinkel ändern kann in der virtuellen Welt. HTC dann wenig später mit der Developer-Version Pre und dann später den Vives 2016 hin zum Room-Scale-Tracking, das heißt, wir wissen, wo die Leute sich im Raum bewegen und können unsere virtuellen Welten dann darauf anpassen, wie sich die Leute im Raum auch bewegen. Beides, Oculus und HTC, haben hier auf Virtual Reality gesetzt. Microsoft hat 2016 eher auf die Mixed Reality gesetzt. Hier haben wir also sowohl die Modelle von HTC als auch von Oculus und hier haben wir das Modell, die HoloLens von Microsoft. Und die Idee hier war, ich habe einfach ein Bild der Realität, erreichere es aber an mit Elementen aus der virtuellen Welt. Also in gewisser Hinsicht wären so wir haben hier eine virtuelle Welt, eine reale Welt, auf die Elemente der virtuellen Welt projiziert werden. Wir hatten so etwas wie Intangibles, wo Objekte in der realen Welt aufgeladen werden mit digitalen Informationen als digitales Werkzeug benutzt werden können in einer virtuellen Welt, wenn man so möchte. Wir haben den verschwindenden Charakter des Ubiquitous Computing. Das sind alles Elemente, die eigentlich zu einer ähnlichen Sichtweise gehören, nämlich wie ist tatsächlich das Verhältnis zu sehen zwischen einer virtuellen Repräsentation und einer physischen Repräsentation. Was die virtuellen Welten angeht, wir haben halt in erster Linie eine Realisierung über Spiele, auch wenn sehr das schon wieder so ein bisschen weniger eigentlich vorhanden ist, aber ein sehr entspannendes Konzept hier, wie man auch auf einem sehr kleinen Raum, die meisten Spielerinnen haben gar nicht so furchtbar viel Platz zur Verfügung, in der sie ihre 3D-Welten erkunden können. Hastily assembled einer regionalen Spieleschmiede. Wenn ihr mal noch zum Schluss nochmal irgendwie ein kurzes Video sehen wollt, wie die beiden, die Hastily Assembled darstellen, an Roomscale VR in kleinen Räumen arbeiten, dann dieses Video vielleicht zu empfehlen. Gut, das war's an sich zum Geschichtskapitel der Medieninformatik 2020-2021. Fragen, Kommentare, Anmerkungen, wie üblich, entweder im LearnWeb, in den Fäden dort, in den Gesprächsfäden, in den Foren oder auch in der Kurssprechstunde. Aus dem Geschichtskapitel werden wir sicherlich auch sowas wie eine Examensaufgabe rausholen und das wird dann also auch die Übungsaufgaben zu dem Kapitel, die dann auch examensrelevant sind, die werde ich dann auch in Kürze im LearnWeb, also in Kürze heißt kurz nach Veröffentlichung dieses Videos, ich weiß ja nicht, wann ihr es euch angucken werdet, im LearnWeb veröffentlichen. Das nächste Kapitel dann Human Capabilities, da geht es dann so ein bisschen wieder um die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also anknüpfend an Dinge, die wir heute auch schon gesehen haben, Carl Newell Moran etc., ist es eine sehr informatisch geprägte Sicht. Da ist es keine Einführung in die Kognitionswissenschaften, soll es auch gar nicht sein, sondern uns interessieren halt ein paar Sachen, die aus informatischer Sicht interessant sind. Und Informatiker, wir haben also dann die Tendenz, dass wir auch die schönen theoretischen Modelle anderer Wissenschaften so lange vereinfachen, bis wir sie irgendwie algorithmisch handhaben können und solange sie uns irgendwie in unserer
in unserem Design von informationstechnischen Systemen unterstützen können. Das machen wir halt auch da im nächsten, in der nächsten Sitzung zu Human Capabilities. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Fragen, Kommentare, Anmerkungen, LearnWeb, Foren oder eben die Kurssprechstunde. Moment ja noch, im Moment heißt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos, wie ihr schon wisst, jeweils mittwochs um 12 Uhr, 12.15 Uhr. Und ja, wie gesagt, die Videos, guckt euch die verlinkten Videos an. Wenn sich irgendjemand die Mühe macht, irgendwie meine Kapitelstruktur hierfür fertig zu machen, kann ich auch sehen, dass ich die nachher nochmal dazu packe. Ansonsten lasse ich es erstmal so, wie sie jetzt sind, als ein Video. Ihr müsst das ja eh alles irgendwie angucken oder zumindest die Folien sehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Kapitel wieder.